für jeden Buchstaben des Koran, den du liest, wirst du zehnfach belohnt. Subhanallah! Stell dir nur einmal vor, wie viele Stunden du am Tag allein an deinem Smartphone verbringst. Wie viele Nächte du schon durchgemacht hast, weil du auf YouTube unterwegs warst und dir ein unnötiges Video nach dem anderen angeschaut hast. Wie viele unzählige Stunden du auf Facebook oder Instagram damit verbracht hast, dir Beiträge und Kommentare zu allen möglichen Themen von Leuten durchzulesen, die du nicht einmal kennst. Wie oft bist du dort unterwegs, um dir unzählige Beiträge und Meldungen anzuschauen und durchzulesen, die du 5 Minuten später sowieso wieder vergessen wirst? Was meinst du, wie viele Buchstaben macht all dies zusammen? Lasse keinen einzigen Tag mehr verstreichen, an dem du nicht den Koran liest. Starte mit 10 Versen pro Tag oder 5 Versen oder 3 Versen pro Tag. Denn Allah liebt die kleinen, aber beständigen Taten. Gehöre nicht zu den Menschen, die Allahs nur gedenken und sich ihm Azza wa Jal nur zuwenden, wenn sie etwas haben wollen. Wir sollten keine Teilzeitmuslime sein, denn Allahs Tür steht seinen Dienern jederzeit offen. Doch der Teilzeitmuslim klopft nur dann an Allahs Tür, wenn er etwas haben möchte. Nun frage dich einmal, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wie würdest du es finden, wenn du eine Person kennst, die sich immer nur dann bei dir meldet, wenn sie etwas von dir braucht oder haben will? Allah hat uns den Koran offenbart, um mit uns zu kommunizieren. Wir brauchen den Koran zum Beispiel für das tägliche Gebet. Wenn wir beten, stehen wir direkt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah höchstpersönlich antwortet auf unsere Rezitation. Vielleicht lernst du bei deinem täglichen Lesen des Koran auch noch jeden zweiten oder dritten Tag einen neuen Vers auswendig. Wende diesen neu gelernten Vers direkt in deinem alltäglichen Leben an und baue ihn bei deiner Rezitation in deinen täglichen Gebeten mit ein. So siehst du stetig neue Erfolge und bleibst motiviert. Wenn du das nächste Mal wieder auf den verschiedenen Apps unterwegs bist, dann gedenke Allah subhanahu wa ta'ala und erinnere dich an den Koran. Lasse dir den gewaltigen Lohn des Koranlesens nicht mehr entgehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Koran so lesen, verstehen und praktizieren lassen, wie er subhanahu wa ta'ala damit zufrieden ist. Möge Allah uns zu aufrichtigen Dienern machen, uns den Weg zu allem Guten ebnen, unsere Herzen hin zum Koran wenden und uns ein Leben in seinem Wohlgefallen leben lassen.